So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffnen wir heute mal ein Arlo und Spot-Ei. Was heißt ein Ei? Daraus wird ein kleiner Dino. Es dauert 4 Tage. Es ist ein Behälter, wo ein Ei drin ist, wo ein Dino rauskommt. Und das Ganze, das schauen wir uns jetzt natürlich mal an. So, das ist der Plastikbehälter, wo das Ei drin ist. Das füllt man von hier oben mit Wasser ein. Und dann nach 4 Tagen soll das Dino oder der Dino schlüpfen. Das bereite ich jetzt mal vor und werde alle 24 Stunden eine Videoaufnahme machen. Ist ein bisschen blöde einzufüllen. Aber so. Und ob mir das natürlich jetzt gelingt oder nicht, deswegen habe ich mir noch ein zweites besorgt. Das werde ich jetzt auch mit Wasser füllen. Und alle 24 Stunden werde ich eine Filmaufnahme machen. Also, bis später. So, die ersten 24 Stunden sind vorbei. Also ein Tag. Wie ihr seht, auf der linken Seite, der ist schon mehr geschlüpft. Auf der rechten Seite, das sieht mehr nach einer Eientschlüpfung aus. Und der linke, der hat noch die Eierschalen auf dem Kopf. Das kennt man von früher. Man nannte das Calimero. Oder diesen Calimero. Da erkennt man schon das Auge. Wie ihr seht. Aber vielleicht braucht es doch nicht so lange. Lasse ich es jetzt nochmal 24 Stunden stehen. So, es sind schon wieder 24 Stunden rum. Und wie ihr seht, viel weiter ist es nicht passiert. Der linke, der Calimero, mit der Eierschale auf dem Kopf, hat immer noch die Eierschale auf dem Kopf. Ist zwar ein bisschen fetter geworden. Das war's. Der rechte hier, die Augen, die werden immer deutlicher. Oben drauf ein kleiner Punkt, wie ihr seht. Könnte wohl die Nase werden. Aber da das Ei platzt immer mehr auf. Das waren jetzt 48 Stunden, 2 Tage. Dann sag ich mal, bis morgen. So, und es sind wieder 1,5 Tage vergangen. Insgesamt 108 Stunden. Und ihr seht, es ist nichts passiert. Er ist nicht fetter geworden und kommt auch nicht aus seiner Schale raus. Er bleibt Calimero. Er hat immer noch die Eierschale auf dem Kopf. Ich hatte es ja schon mal probiert. Da ist es auch nichts geworden. Und jetzt seht ihr es selber. Aber vielleicht, wenn wir das Wasser abkippen, passiert noch was. So, das erste. Ist leer. Und ihr seht, es passiert auch nichts. Also. Ich würde mal sagen, Dinosaurier-Ei misslungen. Aber trotzdem postet mir, ob bei euch es gelungen ist, wenn ihr die Eier auch habt. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.